Hi Leute, wir kommen jetzt zu Kisa Begleiter Teil 2. Ich habe mir jetzt mal richtiges Werkzeug besorgt für das Messer. Hammer, Brecheisen, Multitool, Wasserpumpe, Zange. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir es mit den Mitteln besser hinkriegen. Passt nicht. Na, danke schon wieder sehr gut, aber. Dreht sich wieder mit. Dreht sich auch mit. Na, also, jetzt habe ich's. Zum ersten Mal seit, na, locker 10 Jahre, dass ich mal mein Multitool wieder benutze. So, jetzt müssen wir das auseinanderkriegen. Jetzt sollte die Achsschraube rausgehen, was er nicht macht. Und jetzt habe ich es tatsächlich gepackt. Und da sehen wir auch schon das erste, was absolut krass ist. Guckt euch mal den Washer hier an. Der sieht nicht gut aus. Und diese Teflon-Washer hier. Was sind das für Washer? Befürchte, die werde ich gar nicht mehr einbauen. Die sind viel zu lapplich, also guckt euch mal das an, das ist doch ein scheiß Witz. Nicht so lustig. Reinige mal mal die Klinge.
Man sieht, es ist sehr dreckig, aber ich habe das Messer auch viel benutzt. Wobei ich auch sagen muss, der VG10 Stahl hier ist auslieferungsmäßig nicht besonders scharf. Kann mit Chem Real Steel mithalten, kann auch nicht mal bei Gunsos mithalten. Und Nachschärfe hat auch nicht viel gebracht. So. Jetzt hätte man mal das. Ich nehme mal an, dass das Bronzewascher sind. Sehen jedenfalls so aus. Die werde ich säubern und poliere. Die sehen ziemlich argeloffe aus. Die haben auch noch verschiedene Größe. Wenn man das mal so sieht. Ich halte sie mal direkt nebeneinander. Jetzt bewegt sich hier auch die Axtschraube. Aber wie gesagt, ist ganz schön press. Guckt euch die Platinen da an. Die Profil drin ist jetzt so Sache zwischen gut und schlecht. Ne? Wo man eins bräucht, ist es meistens nett. Und wo man es nicht braucht, ist es natürlich wie so oft. So, ist diese Schrottwascher hier. Ich glaube, die baue ich gar nicht mehr mit Ei, sondern ich poliere mir jetzt erst einmal die Kupferwascher. Wenn es gar nicht geht, messe ich die Washer ab. Ich habe jetzt dank ESA 69 einen guten Bezug für neue Washer. Da braucht man nur die Dicke, das Innenmaß und das Außenmaß und dann kann man sich die neu bestellen. Da sehe ich auch schon mal, dass damit was nicht stimmt. Seht ihr hier auf der Seite? Reibt sich's inne ab und hier reibt sich's eher außer ab. Naja. Sag ja nichts, wenn ich das bei einem Ganso-Messer machen muss, aber bei einem Kieser ist das schon eine Frechheit. Musstet ihr auch schon Wascher polieren? Wenn ja, schreibt mal drunter bei welchem Messer. Oder macht ihr das automatisch, weil es sowieso besser ist? Es fühlt sich gleich mal ganz anders an, wenn man jetzt so hier drüber geht. Jetzt mal den Kleinen noch ein bisschen.
wird mal wieder 20 Minuten Video wahrscheinlich. Aber wem es nicht gefällt, der kann ja abschalten. Hier sieht man es auch wieder. Die Seite wird quasi nur innen poliert und die Seite nur außen. Das heißt für mich, dass der Wascher in sich verbogen ist. Das ist doch nix. So, das war jetzt mal die Stärke. Jetzt nehme ich noch hier der ultraleichte Stähl. Der ist also wirklich glatt. Das würde ich als glatt die Oberfläche bezeichnen. Marmormäßig. Jetzt wische mal da noch ein bisschen drauf rum. Das ist glatter wie das Leder mit der Polierpaste. Fühlt sich schon ganz gut an. Wenn das jetzt zu langweilig ist, der kann jo ein Stück Vorspule am Schluss, baue ich das Messer wieder zusammen und ich will dann mal gucken, ob sich was am Klingenlauf getan hat, weil der ist echt inakzeptabel. Da läuft bei mir jedes billige 10 Euro ganz so besser. Und das Kieser hier hat 75 gekostet. Das muss schon mindestens die Billigmesser übertrumpfen. So, jetzt gucken wir mal uns den Dreck hier noch an. Ich weiß gar nicht, ob ich den Müll hier wieder mit einbauen soll. Ich mach's mal, aber die sind auch total verzogen und verkrutzt, also noch nicht. Ich habe jetzt hier sogar Momente mal. Das hier ist ein schäbischer Ganzo-Wascher. Der ist auch verzogen und verbogen. Aber der, ich hänge die jetzt mal beide hier drauf. Also ich würde sagen, dass der aussortierte Ganzo-Wascher noch um den Faktor 1000 besser ist als das Ding hier. Ist jetzt echt die Frage, soll ich den Müll hier überhaupt wieder mitverbauen? Ich glaube nicht, ich lasse es doch lieber raus, weil das ist Müll. Ich baue das Messer jetzt mal ohne die vermurkste Teflon-Washer wieder zusammen. Nur mit polierte Kupfer. Dann wird man ja schon sehen, ob sich da was gebessert hat oder nicht. Komm her. Und wenn ich es gar nicht hinkriege, bestelle ich mal halt neue Washer. Jetzt weiß ich auch, warum der Washer hier auf der Seite kleiner ist. Weil wenn der große da unten wäre, würde er hier
die Leinerverriegelung blockiere. So. Das wäre natürlich auch nicht so optimal. So, was mir noch auffällt, die Achsschraube ist dünner als der Innendurchmesser von der Wascher. Jetzt müssen wir wieder zusammenhauen. Gucken, dass ich wieder irgendein Profil zerhämme. Es wäre auch sehr hilfreich, wenn man hier noch eine Schraube, hier so ein Schraubenzieher einsetzen könnt, dann könnte man sich das D-Profil nämlich genau setzen, wie man es will. Knack, knack, knack. Alles klar. Die Minischraub. Hier für den Stopp hin. Wieder neu drehe. Sollte eigentlich magnetisch sein. Klingenstand ist noch nicht ganz mittig. Drehen wir mal die Achsschraube noch ein bisschen fest. So, jetzt habe ich einen mittigen Klingenstand. Kein Klingenspiel.
Und? Das Messer lässt sich wieder flippen. Die Klinge fällt zwar nicht, aber das ist schon um Welte besser wie vorher. Null. Das passt. So. Jetzt bin ich wieder zufrieden, sag ich mal. Und ich habe nur den Müll hier entfernt. Ich habe trotzdem keine Klinge Spiel. Klinge Stand ist 100% mittig. Die Washer sind poliert. Falle tut die Klinge trotzdem nicht. Also hopp. Gut. War über 20 Minuten, krass. So, also. Aufkriegt habe ich es. Man braucht schweres Werkzeug. Man kann die Plastik-Schrottwascher entfernen. Die braucht man nicht unbedingt. Und man soll die Kupferwascher polieren, weil die sind total nett. Eben. Ich hätte jetzt noch mehr machen können, dann wäre es bestimmt noch besser. Aber ich sag mal, das ist jetzt nicht mein großes Supermesser. Dann nehme ich sowas, aber wenn ich ein Messer brauche, wo ein bisschen sozialverträglicher ist, dann kann man das Kieser nehmen. Das muss man auch nicht aufflippen, das langt, wenn man das so ganz gediegen öffnet. Ich muss euch eins sagen, das ist mein bis jetzt einzigstes Kieser und das wird es auch bleiben. Das ist nämlich das einzigste, wo mir gefällt von denen. Und von der Qualität her bin ich hier nicht so besonders überzeugt. Das ist zwar alles tipptopp so, aber ich kann an einem 15 Euro Ganzo noch gerne ein paar Stunden investieren, aber nicht bei einem 75 Euro Messer. Da erwarte ich schon, dass das astrein aus der Packung kommt und ich da nicht noch mir sowas geben muss. Aber jetzt ist es wieder okay. So, das war's. Ciao.